Hallo liebe Teefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute für dieses Video habe ich mir ein Thema überlegt, das mir persönlich am Herzen liegt und habe das einfach mal betitelt, wie eine Teeschale zum wahren Kunstwerk wird. Das ist natürlich ein subjektiver Begriff oder eine subjektive Einschätzung, was man als Kunstwerk bezeichnet. Das ist natürlich klar, aber ich möchte auf einige Sachen eingehen heute, die mir persönlich dabei wichtig sind und die mich auch so in den letzten Jahren begleitet haben auf meinem Teeweg. Und habe hier auch mal einiges an Schalen mitgebracht, habe erstmal hier ein Augenmerk auf einen Schalentyp gelegt, bei dem man das sehr gut sehen kann. Und zwar sind das Chino-Teeschalen, die Kato Yunidai gemacht hat, getöpfert und glasiert hat. Und zwar Kato, der war auch 2018 schon mal bei uns in Kiel zu Besuch. Wir hatten ihn eigentlich ursprünglich kennengelernt und so seine Familie, den Werdegang, den die Familie gemacht hat, die auch sehr bekannt geworden sind für die Produktion von Chavannes, also von Teeschalen, die für die Matcha-Zeremonie gebraucht werden. Und wir haben auch einige Matcha-Schalen schon von ihm im Programm gehabt, verkauft und bekommen auch regelmäßig wieder welche. Aber als er uns dann besucht hat, da hat er auch kleine Chino-Teeschalen mitgebracht. Und ja, also als wir die das erste Mal gesehen haben, ich halte hier vielleicht auch mal so eine neue, ungebrauchte Schale ins Bild, sahen die eigentlich eher recht unscheinbar aus. Und ja, also dachte mir, ja, ist eine schlichte Schale. Bisschen natürlich auch informiert, gefragt, was ist das überhaupt für eine Glasur? Und Chinoglasur ist eine recht alte, traditionelle oder Chinokeramik, Arbeitsweise, die Ende des 16. Jahrhunderts in Japan praktiziert wurde oder seitdem praktiziert wird. Und das Besondere daran ist, dass die Glasur aus Feldspat, also aus einem Mineralsilikat gemacht wird, was auch nicht so ganz gleichmäßig aufgetragen wird. Man sieht auch immer wieder so dickere Stellen, dünnere Stellen. Das ist ganz typisch dafür, dass sich das nicht so ganz gleichmäßig aufgetragen wird. Und es wird auch Nadelloch oder Zitronenhautglasur genannt. Sie ist recht durchlässig oder Yuzuhara auf Japanisch. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt. Also wie gesagt, das sind eigentlich die so Teeschalen in neu, recht unscheinbar. Und man sieht es ja auch schon so die ganze Zeit so ein bisschen im Bild. Da sind ja mal Bruder und Schwester nebeneinander, einmal neu und ungebraucht und einmal daneben schon etwas länger in Gebrauch. Und das halte ich hier einfach auch nochmal ins Bild oder gucke es mir auch nochmal genau an. Dazu nehme ich auch gerne mal kurz meine Lesebrille. Weil wenn ich genau hingucke, jetzt mit der Brille, allerdings auch nur, kann ich das schon auch erkennen bei der neuen Schale, dieses, was als Zitronenhaut und auch leicht rissig und auch löchrig beschrieben wird. Deshalb ist uns auch ganz wichtig, dass man versteht, dass das nicht, im Gegenteil, dass es jetzt nicht ein Grund ist, eine Schale zu reklamieren, wenn sie da kleine Risse oder auch punktuell Nadellöcher hat, sondern dass das zu dieser alten Technik absolut dazugehört und eher auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und das Besondere ist dann nämlich auch, kann ich die Brille auch mal wieder abnehmen, dass durch den Gebrauch, durch den täglichen oder häufigen Gebrauch, also diese Schale ist jetzt ein gutes Jahr im Einsatz, dann sich diese Struktur, diese richtige Zitronenhaut sehr, sehr gut abbildet, dass da dann der Tee sozusagen seinen Weg in die Schale findet. Und ja, und das ist dann natürlich eine subjektive Bewertung. Für mich ist es der Weg zum Kunstwerk. Und das ist das, was eben aber auch doch viele Töpfer sagen. Also so wie auch Kato, der sagt, also ich mach eine schöne Schale, aber so die wahre Schönheit entwickelt sie erst dadurch, dass sie gebraucht werden. Das haben wir auch von vielen anderen Töpfern schon gehört, die dann sagen, genau das Gleiche im Endeffekt. Also das Kunstwerk wird erst vollendet durch den Gebrauch. Und wichtig vielleicht noch zu sagen, auch weil ich ja auch davon spreche, dass diese Glasur so leicht durchlässig ist, dass sich der Tee auch da seinen Weg reinfindet und natürlich auch der Ton dadurch geschmacklich eine kleine Rolle spielt. In der
Pflege und Handhabung, dass man sie wirklich nur mit warmem Wasser auswäscht und reinigt und nicht in Geschirrspüler tut, weil dann würde definitiv auch Geschmäcker angenommen werden können und würden sich andere Sachen dort in der Glasur vielleicht ablagern, die dort nicht reingehören. Also gerne nach dem Tee trinken gleich ausspülen und waschen und trocknen. Und ich habe auch nochmal, also bei diesen Chino-Glasuren sieht man das wirklich sehr, sehr deutlich und gut. Es gibt natürlich viele andere Glasuren. Ich werde jetzt hier nicht allzu viel zeigen, aber auch hier bei dieser Chavanne, die wir schon lange im Einsatz haben, sieht man sehr, sehr schön, wie sich das Krakelé füllt. Und hier etwas dezenter zum Beispiel bei diesen Narieda-Schalen. Also hier ist eine Schale, die noch nicht, die ist vielleicht zwei, drei Mal jetzt gebraucht worden. Wenn ich da genau hingucke, sehe ich schon auch das Krakelé der Glasur. Aber hier eine Schale, die schon häufig benutzt wurde. Auch dort sieht man ganz deutlich dieses Muster, ja, das sich dort abzeichnet und ja, dadurch eigentlich auch so ein bisschen diese Einzigartigkeit dieser einen Schale noch mehr abzeichnet. Und ja, das ist vielleicht auch das, worum es dann geht, oder nicht nur geht, aber das, was auch besonders ist, dass durch diese Glasuren wirklich jede Schale doch einen sehr einzigartigen Charakter hat. Man wird niemals genau denselben Verlauf finden. Und das ist auch was sehr Besonderes. Also wenn man jetzt im Vergleich dazu sieht, Porzellanschalen können auch sehr schön sein und sind vielleicht für andere auch natürlich wahre Kunstwerke, aber sind dann irgendwie auch neutraler und reproduzierbarer und sind, ja, sind in der Oberfläche dann oft sehr gleich. Und das ist natürlich auch die Idee von der Produktionsweise. Und im Unterschied dazu handelt es sich dann hier wirklich um Sachen, die dann irgendwie auf ihre Art und Weise doch alle einzigartig sind. Und das finde ich natürlich auch eine schöne Sache. Und die begleiten einen auch so ein bisschen. Und diese Entwicklung ist wirklich auch so eine Art Reifeprozess, dass der Tee ja in die Keramik eigentlich immer mehr der Keramik ein schön, ja, schönes Äußeres gibt. Und diese Reifung, ja, empfinde ich halt als sehr schön. Das wollte ich gerne in diesem Video einmal ein bisschen zum Ausdruck bringen und auch ein bisschen erklären, die Hintergründe, weil wir doch auch oft gefragt werden. Und ja, ich hoffe, das ist ein bisschen gelungen heute, dass es da einen kleinen Einblick gibt. Also das werden wir immer noch mal Thema Keramik auf verschiedene Materialien auch aufnehmen. Aber das war heute so ein bisschen auch so ein Einstieg mal, sich da auf eine Sache ein bisschen zu konzentrieren. Ich hoffe, dass es euch wieder Spaß gemacht hat heute. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr bis zum nächsten Video eure Teetassen, die ihr zu Hause habt, mit schönen Tees füllen könnt und viel Spaß beim Teetrinken habt. Ich werde mich an dieser Stelle dann erstmal verabschieden und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.